In diesem Video zeigen wir euch kurz, wie groß Dreamfields eigentlich ist. Ihr könnt es ganz einfach herausfinden, indem ihr auf die Karte klickt. Und hier könnt ihr sehen, es gibt verschiedene Welten. Je weiter ihr im Spiel voranschreitet und je mehr Aufgaben ihr löst, desto mehr Teile von Dreamfields könnt ihr freischalten. Ihr fangt mit dem Tal der Wassernebel an. Da habt ihr zum Beispiel das Steintal, neblige Ferne, den ruhigen Hafen, den Sturmpass und die geheimnisvolle Stadt. In den Polarwelten gibt es Polarweiden, das Feld der Naschkatze und einen noch nicht geöffneten Traum. Die Höhlen gibt es auch, aber die werden später noch freigeschaltet. Viel Spaß beim Entdecken!